Willkommen heute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt es mal was ganz Besonderes und zwar Minecraft-Items in der Realität, also wie sie aussehen könnten. Und wenn dir, genau dir, das Ganze hier gefallen sollte, lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da, genau jetzt. Einmal runterscrollen. Ich warte. Nee, Spaß beiseite, aber wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da und dann gibt es auf jeden Fall eine weitere Episode von Minecraft Items in Real Life. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los und zwar haben wir zuallererst folgendes Item. Fangen wir an mit dem allerersten Item, wir kennen es alle und zwar ist das der Kuchen. So, ich platziere ihn mal ganz kurz auf den Boden. Da haben wir ihn, einen wunderschönen Kuchen. Leute, und jetzt schaut euch mal den Vergleich an, wie das Ganze hier in Real Life aussehen könnte. Das ist echt krass, das sieht nämlich meiner Meinung nach schon ziemlich identisch aus zu Minecraft. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute, die den Kuchen gebackt haben, sich an den Minecraft-Kuchen angelehnt haben oder ob dieser Minecraft-Kuchen vielleicht aus diesem Bild entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, aber Fakt ist, dass das Ganze wirklich ziemlich identisch aussieht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, gehen wir rüber zum nächsten Item. Und zwar haben wir als nächstes Item einen goldenen Apfel. So, wir kennen ihn alle, den goldenen Apfel, ne? Da ist er auf dem Boden. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an, wie das Ganze denn in der Realität aussehen könnte. So, und da habt ihr auf jeden Fall das Bild. So könnte ein goldener Apfel in der Realität aussehen. Sieht auf jeden Fall... Doch, finde ich schon ziemlich ähnlich aus mit dem Minecraft-Apfel. Ihr könnt ja auch immer in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht oder nicht so seht. Also ob ihr mit meinen Aussagen übereinstimmen könnt oder nicht. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr nah an Minecraft aus, der goldene Apfel. Also würde mir auch gefallen. Wer würde von euch auch an so einem goldenen Apfel essen? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Ich glaube, ich würde gerne mal so einen goldenen Apfel probieren. Aber was passiert dann, ist natürlich die Frage, ne? Naja, gut. Gehen wir rüber zum nächsten Item. Und zwar haben wir da eine Healing Potion. Und zwar diese wunderschöne Potion. Und diese wunderschöne Potion sieht in Real Life noch viel besser aus. Also ich finde, dieses Real Life Bild sieht richtig, richtig gut aus. Muss ich ja mal gesagt haben, beziehungsweise generell diese Flasche. Ich meine, die muss ja wirklich mal irgendwo entstanden sein. Und das ist halt echt krass, ne? Ich meine, besonders dieses Detail, wo Healing, also Heilung draufsteht, das ist halt echt cool. Das ist auf jeden Fall nicht ohne, muss man ja mal an dieser Stelle gesagt haben. Also Leute, gefällt mir richtig gut. Und würdet ihr aus dieser Potion trinken? Oder hättet ihr Angst, Leute? Ich weiß ja nicht, ne? So eine Heilungsflasche ist ja nichts Schlimmes, ne? Man bricht sich das Bein, dann trinkt man so eine Heilungsflasche und zack, ist man wieder gesund. Wäre auf jeden Fall cool. So, gehen wir rüber zum nächsten Item und zwar haben wir hier den Glowstone Block. Und das ist er, den Glowstone Block. Wir kennen ihn alle. Und wie sieht er denn in Real Life aus? Und zwar sehen wir hier einen Mann, der ihn in der Hand hält. Und der sieht auch ziemlich lavamäßig aus, zumindest so ein bisschen. Und geil auf jeden Fall, richtig geil. Ich finde, man kann erkennen, dass das Ganze eventuell Glowstone darstellen könnte. Aber was haltet ihr davon, Leute? Sagt ihr, würde ich mir auch ins Zimmer stellen für eine Lichtquelle? Oder sagt ihr, ich finde doch die Lavalampe in meinem Zimmer schöner? Oder sagt ihr, ich brauche gar kein Licht in meinem Zimmer? Wird sowieso überbewertet. Hashtag scheißegal. Nein, aber so sieht auf jeden Fall Glowstone aus. Kann man mal machen, Leute. Das ist der Glowstone-Block. Gehen wir auch schon zum vorletzten Item rüber. Es wird heute ein relativ kurzes Video, wie ihr schon bemerkt habt. Und zwar ist das hier ein Emerald. Und dieser Emerald sieht in Real Life so aus. Das ist doch richtig cool, Leute. Man erkennt auf jeden Fall, dass es Emeralds darstellen sollen. Ich würde eigentlich auch gerne mal so wissen, ob man solche Emeralds irgendwie kaufen kann. So. Ist ja eigentlich ganz cool. Stellt euch vor, ihr habt so Emeralds. Kann man mal machen, ne? So, gehen wir rüber zum nächsten Item und zwar dem letzten Item. Und zwar ist das hier eine Enderperle. So sieht die Enderperle aus und so sieht sie in Real Life aus. Ich finde auf jeden Fall, dass die Items sich richtig ähneln. Also, man sieht rechts Minecraft, links Real Life, ne? Sieht auf jeden Fall geil aus. Noch geiler wäre es natürlich, wenn man sich tatsächlich in Real Life teleportieren könnte. Leute, wo würdet ihr euch hin teleportieren, wenn
wenn so eine Enderperle funktionieren würde. Wenn man so eine Klausur schreibt oder einen Test schreibt in der Schule, einfach kurz raus teleportieren. Das wär's ja, ne? Naja, gut. Also, Leute, das waren die Minecraft-Items in Real Life. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben, Leute. Und bei ungefähr, sagen wir mal, 6000 Likes gibt's einfach noch eine Episode. Also, Leute, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao.